So, damit einen wunderschönen guten Abend. Ach, fast den Einsatz noch verpasst. Ja, herzlich willkommen am Dienstag mit der ersten Runde von zweien, und zwar Digimon Story Cyber Sloth. Ich habe ja gesagt, es geht jetzt auf viel Zielgeraden jetzt langsam hinzu, und ja, so langsam, aber sicher kommen die auch, hoffe ich mal. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle, die da sind, und vielen Dank, lieber Star, für den Host. Und natürlich alle anderen viel Spaß beim Stream. Nach mir gibt es nämlich Tales of Zestiria mit der guten Toki. Und so wie ich mitbekommen habe, gibt es heute ein wunderbares Unboxing, oder wie ich es nenne, Außeneinsatz. Ja. Ich hatte eigentlich versprochen, dass ich heute ein bisschen was zeige zum Thema Digimon und reale Städte. Ich habe es ein bisschen verpeilt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch zu spät Chris angefragt, deswegen. Ich würde sagen, heben wir uns das Ganze einfach auf, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Das heißt, ich bereite es trotzdem vor. Und sobald wir durch sind, beziehungsweise wenn denn jetzt vielleicht beim nächsten Mal Zeit ist, weil am Donnerstag habe ich ja dann meine nächste Runde. Schmeißen wir es einfach rein. Jo, so viel jetzt auf jeden Fall von mir. Wir starten einmal direkt ins Spiel. Denn beim letzten Mal hatten wir ja schon ziemlich was aufgebaut und gleichzeitig wieder einen auf den Deckel bekommen von einem etwas unschönen Drachen. Und das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Und ja, zeigen dem blöden Biest mal, wo eine Hake ist. Und machen mal unsere Missionchen mal parallel dazu fertig. Genau, wir hatten ja beim letzten Mal noch parallel dazu Pete, also dieses kleine katzenähnliche Digimon, versucht zu finden, und irgendwie hat sich das in einen traumähnlichen Zustand bewegt, welches dafür sorgt, dass Nagoya etwas durchgewackelt wird. Und wie gesagt, da steigen wir ein und parallel dazu halt, ja, mal die Hauptquest etwas voranbringen. Eine Sache noch, die mir jetzt aufgefallen ist, das hatte ich auf Facebook mit einem Bekannten besprochen. Da kam die... Ach so, Quatsch, hier muss ich hin. Da kam ja die Frage, was mit den DLC-Quests ist. Diese... Diese, ganz wichtig, wird im Nachhinein freigeschalten. Also das kommt eigentlich relativ zum Schluss. Kommt der ganze DLC-Wahnsinn da doch dazu. Ach Gott, was ist das für ein Quatsch? Zwei links, zwei rechts einfahren lassen. Nun denn. Einen wunderschönen guten Abend, Kilion, Star LP, Fallen Down. Ich sehe den das gute Alteisen auch mit bei uns im Chat drin. Einen wunderschönen guten Abend. Und natürlich auch an alle unsere stummen Zuschauer. Wer einfach zuschaut, der hat natürlich auch einen wunderschönen guten Abend verdient. Deswegen auch von mir. So. Star, du bist für die... Wie soll ich sagen? Ach ja... Du bist für die Befehle verantwortlich. Don't call out the lurker. Ich möchte einfach jeden herzlich begrüßen. Sei doch nicht so böse. Let's find Pete. Ja. Finden wir mal unseren Pete. Gottchen, Kuschelwolf vorhauen. Na gut. Manche Sachen müssen halt sein.
Und auch hier werde ich jetzt das Prinzip, wir sind einfach, ich sag mal, für den Grund eigentlich so gut hochgepowert, dass wir wirklich sagen können, unspaziert zu schnell nicht. Achso, hier wollte ich ja rein. Deswegen hüpfen wir einfach mal das Ganze und... Hallo, ich bin der Command Mensch, wie kann ich helfen? Kommandieren Sie uns mal nicht so rum. So. Reißen wir mal die Hütte ab. Okay. Das ist ja wieder mal Irrgartentechnik pur. Ergano Project Construction Part 1. Best amounts in 1955 and taking 2 minutes to complete. Oh, da liegt. Ich krieg grad, wenn ich das lese, Hunger auf Fisch. Strange. Hey? Give me a name. Call me Pete. Kann ich gleich erklären. Also, wie sich das Ganze zusammenpackt, kann ich gleich in Ruhe machen. Sekündchen. Sekündchen, Sekündchen. Also. Oh Gott. Jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig packe. Theoretisch sind Sora und Matt zusammen, wobei sie... Also, Tai und Matt buhlen immer noch so ein bisschen. Auch jetzt beim Digimon Tree. Übrigens, ich kann Lost empfehlen. Das war jetzt das Letzte. Also Digimon Tree Chapter 4, wie gesagt, es hieß Lost oder Sekai oder... Nee, Sekai ist wieder Vereinigung. Oh Gott, ich komme jetzt nicht auf den japanischen Begriff, sorry. Aber es war halt Lost in dem Fall. Und... genau. Jetzt ist es so, dass Sora, sie wird am Endeffekt mit Matt zusammenkommen. Schau dir mal die Schrift von World an. Hä? Oh! Hüppelü! Besser. Ja, es war heute ein Wünsch dir was und ein Ratetag. Heute spielen wir... Man kann auch sagen, es war die Vorbereitung für Day of the Tentacle, weil nicht anders funktioniert Day of the Tentacle. Es besteht meistens nur aus... Und genau, Sora und wie gesagt, Sora und Matt, sie sind. Sie kommen eigentlich entweder im Nachhinein oder jetzt erst im fünften Teil, im letzten Teil vor, zusammen. Bisher ist es halt eher so ein. Ich sag mal, Abwägen des Ganzen, wie auch das Ganze läuft. Es steht noch nicht direkt fest. Wer natürlich jetzt noch zusammenkommt, sind. Oh Gott, das muss ich sagen: Mimi und Izzy. Ich meine, das sieht man ja schon direkt, dass die zusammenkommen. Und falls man es halt noch nicht ganz so mitbekommen hat, Ken hat ja Jolie geheiratet. Gut, dass die Kay und Kari zusammenkommen, das war ein alter Hut. Ansonsten, wie gesagt, ich fand jetzt den letzten sehr, sehr interessanten Part, auch wenn er so ein bisschen...
er hatte halt einen Beigeschmack. Es war aber eher so dieses Fangemeinden-Beigeschmack, finde ich, weil gewisse Sachen halt passiert sind, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, passiert sind. Sie waren für mich auf die weiterführende Story etwas schwierig. Vielleicht klärt sich's noch. Ich hoffe es mal, aber ansonsten vom ganzen Drum und Dran auf jeden Fall ein sehr guter Part. Auch, was ich jetzt noch sehr, also auch, sag ich schon, was auch sehr interessant ist, ist natürlich der, wie soll ich sagen, ist es der Hauptantagonist? Also der zum jetzigen Zeitpunkt vorgestellte Hauptantagonist. Ja, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Der zum jetzigen Zeitpunkt vorgestellte Hauptantagonist. Ich finde ihn sehr interessant ausgearbeitet, weil er hat auf seine Art und Weise einen totalen Dachschaden, auf Deutsch gesagt. Story-technisch waren noch so anderthalb Sachen, die mir ein bisschen merkwürdig vorkamen, die sich aber in die Story von der, also in der regulären Story von 1 zusammengepackt haben. Da kann ich einen kleinen Spoiler geben. Vorsicht, wie gesagt, Spoiler, das heißt jetzt mal kurz Ohren zu halten, wer es nicht möchte. Und zwar geht es da um die Frage, die gestellt wurde vor... Oh Gott, wo war denn das? Das war bei der Etemon-Saga, bei der Etemon-Arc. So der Frage, beziehungsweise zum Thema, gab es schon mal Digi-Ritter vor den regulären Digi-Rittern? Und da war es ja so, dass das mit einem Ja beantwortet wurde. Und jetzt geht es natürlich da so darum, dass so ein bisschen aufgeklärt wurde, wer die letzten Digi-Ritter in Anführungsstrichen war. Ich gucke einfach nur gerade parallel, dass ich jetzt hier nicht verpasse. Genau. Genau. Da war ja dann immer die Frage, wer die letzten Digi-Ritter waren. Und das wurde jetzt quasi so ein bisschen mit aufgeklärt. Die ersten Digi-Ritter, mein Blöd. Und halt so ein bisschen und noch ein bisschen mehr. Ja, man hat sie im ersten Chapter schon gesehen. Wie gesagt, das war Sekai. Ob sie allerersten sind, möchte ich jetzt mal so nicht unterstreichen, weil das wird nicht geklärt. Aber es waren die Vorgänger und es war halt noch ein bisschen mehr dahinter, als was man in Anführungsstrichen gesehen hat. So kann man es am besten beschreiben. Es war mehr dahinter, als was man gesehen hat. Wie gesagt, ob es die ersten waren, weiß man nicht, aber man kann sagen, sie waren einfach für das verantwortlich, was vorlag. Und ein interessanter Punkt ist, weil der wurde ja erst im 5. Teil eingeführt, das war Kingdrasil oder auch Yggdrasil genannt. Es ist jetzt, sag ich jetzt mal so salopp raus, weil der Fakt Yggdrasil... Spoiler, ich bin einer der Ersten. Kann ich dann aber auch sagen. Gerade weil, ich sage es einfach mal, ob Yggdrasil, in was für einen Zusammenhang Yggdrasil steht, bei, das sage ich jetzt auch noch nicht so weit. Aber er ist drinne. War, wie gesagt, bis zum 5. Teil so jetzt nicht Thema. Weil in den ersten 3 waren es die Souveränen. Das waren ja die 4 großen Götter-Digimon. Im 4. Teil waren es ja dann die Heiligen Engel-Digimon, beziehungsweise zuvor war es Lusumon. Und jetzt kommt dann halt, wie gesagt, ab 5. war ja dann Gott Yggdrasil drinne. Ich bin der Erste. Genau, und auf jeden Fall ab dem 5. kam ja dann der Yggdrasil-Faktor mit rein. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, auf welcher Basis der Yggdrasil-Faktor für mich steht.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Yggdrasil ist normalerweise aus der nordischen Mythologie der Weltenbaum, wo alles an... Einen wunderschönen guten Abend, BC, das... Wo normalerweise alles angesiedelt ist. Und, okay, ich muss ja doch nochmal ins Kaffee. Och, Menno. Und wie gesagt, in Digimon, die haben halt sich auf die Fahne geschrieben, für die ist Yggdrasil Gott. Punkt. Das lasse ich jetzt mal so stehen, Star. Okay, hier können wir also nichts machen. Okay, wir suchen also doch noch ein bisschen drinne weiter. Sprich, Piet. Ich will jetzt nochmal was gucken. Wie gesagt, das Thema Yggdrasil lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aus den Gründen der Gründe. Nö, wo war denn der? Wo war denn Miezekätzchen? Hä? Miezpietz? Nö. Okay. Nun gut, dann such mal einfach mal Katze. Piet ist dieses... Oh Gott, ich weiß nicht genau, was für eine Art von Digimon... Also es ist ein Ausbildungslevel-Digimon. Auf welcher Basis es ist... Nicht so blöd. Und ja, Piet's Miet haben sich im Spiel auch verewigt. Ja, nee, auf jeden Fall. Das mal so ein kurzer Einblick auf das Thema Digimon. Wie gesagt, Basis hinher. Immer wieder etwas eigen und schwierig, aber wenn man es sich im Ganzen betrachtet, ist ein sehr lustiger und interessanter Punkt. Auch wenn, ich sag mal, von Staffel zu Staffel so ein bisschen die Welt neu erfunden wird. Ich meine, ich persönlich kann dem nur begrenzt etwas abgewinnen, dass dann immer wieder gesagt wird, oh, das ist eine Welt, die aus Staaten besteht. Und Izzy ist ja, wenn man so nehmen möchte, fast schon der Gott Satan? Irgendwie sowas in die Richtung, weil der kann ja theoretisch mit seinem Laptop der Digi-Welt machen, was auch immer er will. So nach dem Motto, wir müssen die Digi-Welt umprogrammieren. Moment, Laptop auf, umprogrammiert. Wir müssen der Digi-Welt einen Schniepel anhängen. Haben wir nur noch männliche Digimons. Was? Es ist cool, aber es ist so, denke ich mir, es ist halt so der Punkt, wo ich mir denke, Junge, dann schreib doch einfach alles, was hier so auf den Sack geht, raus. Weißt du, nach dem Motto, du machst so ein Antivirenprogramm fertig. Fertig. Das ist so, will ich sagen, etwas befremdlich. Ich finde es eigentlich eher fast schon einen witzigen Aspekt, der das Ganze so mit reinnimmt. Links, rechts, gerade hoch. Natürlich die Frage, wo hat sich unser Piet hingewuschelt? Oh, etwas mehr Sicht. Okay. Ich glaube, die brauchen eine Satzheiße Ohren. Übrigens, warum ich die eigentlich skippen wollte, man sieht es gerade am rechten Rand wunderbar. Ich bin nur dran. Das ist der Großaspekt dessen, wo ich halt sagen muss, wir haben jetzt ein Level erreicht. Auch wenn es, ich sag mal, für die DLC-Sachen nicht 100% reicht, das muss man ganz ehrlich sagen.
ich glaube, da, wenn man da drauf gucken möchte, was ich eigentlich auch vorhabe. Geiler Klau. Was ich halt euch mal zeigen möchte dann. Da ist es halt so, dass sie mir vielleicht noch ein bisschen underpowered. Aber ansonsten brauchen wir uns, wenn wir ehrlich sein wollen, vor... Ah, nicht zu verstecken. Na ja, du Broadway. Yoshito. Mikum. Okay. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich muss gerade Eltern. Sorry. So, jetzt ist die Frage, wo hat sich jetzt unser Pete hingekrümelt? Nö, da wollte ich nicht hin. Komm schon, Weg. Wo muss ich hin? Ich denke jetzt eher gerade an Sims mit Flughafen. Keine Ahnung warum, aber es klingt so nach dem Motto. Muss ich mal googeln. Ich mit Pete und es kommt zum Kampf. Jo. Frage ist, wo sich unser Pete hingekrümelt hat. Ah. Melvin. Cheeto. Cheeto. Okay, jetzt sollten wir alles haben. Einen wunderschönen guten Abend, Klasper. Nun weißt du es. Nun weißt du es, wer ich wirklich bin. Ich bin deine Mutter. Was? Das Building ist going to... Genau, das Gebäude kracht zusammen. Und jetzt geht's los. Wer bin ich? Irgendjemand, sagt's mir. Okay. So, jetzt ist die... Ah, hier ist Pete. Bitte, wer bin ich? Da haben wir jetzt so ein paar Sachen natürlich, mit denen wir da drüber reden können. Wir fangen doch einfach mal an. Pete? Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Okay, das war quasi ein Fehler. Und hier kommt wieder so ein kleiner, will ich es Gag nennen? Es ist so ein bisschen ein Da-Moment. Pete ist Level-Ausbildung. Theoretisch würde ich ihn mit einem Positonenlaser grillen. Aber da das in dem Spiel so nicht zusammenpasst,
ist Pete einfach als Level-Ausbildung zumindest defense-technisch ein wenig overpowered. Na schade, ich dachte, ich könnte einen One-Hit-Kill landen, aber will wohl nicht. Der pennt mal noch eine Runde. Und Pete schwänzelt mit uns. Dann grillen wir ihn mal. So. Und zum guter Letzt versuchen wir es noch einmal. Na schade. Positronenkanone. It's gedragged. So, damit haben wir Pete entpietet. Ja, das ist richtig. Mein Name ist Miko. Yoshiro ist mein Freund. Pete ist dein Freund. Yoshiro nennt mich so. Er schaut mir nach mir immer diese Zeit. Er fand mich. Yoshito. Man, verzeih mir übrigens, ich bin nicht unbedingt der Beste in Englisch. Ich kann es zwar halbwegs lesen, aber nur schlecht übersetzen. Wow, es sieht so aus, als wenn dieses Beben gestopft hat. Just in the nick of time too. That's my assistant for you. You've done well, now I worry about and broken coffee cups. Nun brauche ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwelche Kaffeetassen mehr zerbrechen. Juhu! Es ist alles wichtig. Oder alles unwichtig. Hauptsache die Kaffeetassen. Weißt du, wichtige Unterlagen. Teure Ming-Vasen. Hypersensible Computer. Alles kann zerstört werden. Hauptsache die Kaffeetassen sind noch da. Hauptsache wir können Prallmeier trinken. Oder Shibu. Shiro, es tut mir so leid. Du hast sicherlich so lange auf mich gewartet. Der Einzige, der sich hier Sorgen macht, Miko. Ich bin der Einzige, der dich alleine gelassen hat für diese lange Zeit. Es tut mir so leid, mein Freund. Nein, das ist okay, wirklich. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich weiß, du wartest seit dem Tag, an dem du gegangen bist. Och, Miko. Oh, das finde ich süß. Danke dir. Warst du es nicht? Ich habe dich... Die Miko was my own again. Ich habe dich niemals mit den Augen von Miko gesehen. Hä? John, I see back when vacuum tube computer room around. I lived here in the building away from my family. Ich lebe seit... The computer was where you at work, okay? The only family that ever had me whole time was Miko here. Talked with Miko about everything there. My memories of my family, Ryu, Miyuki, anything to help keep my loneliness bad there. Ja, ja, alles gut. Wie gesagt, mit Lesen, also Englisch lesen hab ich's. Das Gute ist, was danach folgt, ist Digimon World und das ist Deutsch. Ach, ich kann's hab's mit Englisch. Sorry dafür. Übrigens, Kermit, einen wunderschönen guten Abend. Ich hab mich ja noch gar nicht begrüßt. Und es ist nicht ganz so textlastig. Ich verstehe. Gute Arbeit. Ich glaube, ich lasse es lieber mit vorlesen. Ich lese es mir zwar parallel dazu durch, wenn halt wirklich irgendwo was gewünscht wird. Kilian übersetzt und ich kann die Stimme dazu geben. So machen wir es. Das nennt man dann Arbeitsteilung. Musik.
Hä? Ich glaube, ich brauche noch wirklich nochmal einen Crashkurs, weil ich bin gerade verwirrt. Was macht ihr mit mir? Ach, der okkulte Club wieder. Fun Fact dazu. Ja, mindestens. Der Okkult Club. Der Club für Übernatürliches und Hexenmagie. Wobei man ja sagen muss, Japan hat ja allgemein in seiner Mythologie extrem viel mit Göttern, Dämonen, guten Dämonen, bösen Dämonen, Geistern und ach Gott weiß der Herr was zu tun. In verschiedenen Situationen und Sachen. Das ist, liegt einfach daran, dass Japan sich sehr lange sein, ich sag mal, mehr Götter glauben, Shintoismus festgehalten hat. Diesen, wie gesagt, sehr stark festgehalten hat. Und dementsprechend hat sich das Ganze einfach auch so in alle möglichen Sachen mit Spielen und Co. entwickelt. Dass dann halt eigentlich für jede Sache irgendwo ein Mysterium gibt. Das zieht sich halt, wie gesagt, nicht nur beim Spiel mittlerweile durch, sondern eigentlich in dem kompletten Leben. Da gibt's für alles einen Gott. Und Glasper ist gleich wieder gierig, Alter. Hm? Oh, Arata. Hey. Sorry, aber ich bin hungrig. Nee, ich bin in Eile. Ich habe eine Nachricht für dich. Komm nach Odaiba. Come alone. Don't tell Kyoko or anyone, just you. Sehen wir später. Jawohl. Oh. Das ist halt auch so eine Sache, die immer wieder recht interessant ist. Wir müssen teilweise wirklich diese Stories machen, weil ansonsten kommen wir in der Hauptstory nicht weiter, wie man ja, gerade gesehen hat. Stopp. Ich geh mal schnell shoppen. Einen können wir nehmen. Ich weiß nicht warum, aber ich brauche runde Zahlen. Am besten so diese Nullerzahlen. Das ist einfach so ein innerer Drang, dass man das irgendwie erreichen muss. Und gerade weil ich weiß, dass das Ganze ein wenig aufs Mäulchen gibt mit diesem riesen Etwas, mache ich mal eben schnell. Harte Ware. Du meinst harte Währung? Ja, sag mal, gibt's jetzt hier wieder DDR-Mark oder was? Okay, die brauche ich definitiv nicht. Thank you very much. So. Und dann, ihr habt ja gehört, wo es hingeht, nach Odaiba. Übrigens einer der Punkte, die sehr gerne bei Digimon mal auseinandergenommen werden. Ich denke da vor allen Dingen an das Fuji TV Filmstudio bzw. das Hauptgebäude. Das wird sehr, 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 sehr gerne geplättet. Och nö. Sekunde, wenn ihr schon DDR-Alu-Münzen sagt, da hab ich was. 2 Sekunden.
Wer sagt DDR-Alu-Münzen? Da. Das Zeug ist wie Spielgeld. Man hält es in der Hand und denkt so, was ist denn das für ein Spielkram? Wirklich, ich zeig's mal hier so. Es ist so wirklich extrem leichtes Zeug. Aber nein, DDR-Geld ist es nicht. Das ist doch heute nicht mehr wert. Ich glaube, hier lasse ich aber mal noch ein wenig den Battle Mode an. Einfach um nochmal die letzten Reste an Zeug mitzunehmen. Und weil man halt sagen muss, eigentlich kriegen wir das relativ schnell geplättet. Komplett. Was ich aber cool finde an solchen Ecken hier. Das sind die perfekten Level-Ecken. Weil hier an solchen Ecken stand ich nämlich auch die ganze Zeit und habe einfach nur Monster beschwören, Monster beschwören, Monster beschwören, Monster beschwören, Monster beschwören. Ich glaube, es ging 3, 4 oder 5 Stunden so und dann hatte ich mein Team fertig. Deswegen finde ich es jetzt einfach gerade sehr, will ich sagen, ich will es mal nennen, entspannend. Einfach mal hier mit dem ganzen Zeug rumzulatschen, weil... Ich mal Easy Mode. Aber man sieht ja auch gleichzeitig, wie wichtig es ist, die richtigen Attacken auszuwählen, um quasi den Gegner mit einem Stich direkt zu besiegen, weil... Einfach nur knallharte Stärke kann helfen. Ist aber nicht immer so das Nonplusultra. Oh. Man merkt, mein Team ist eigentlich so weit fertig, da achte ich schon gar nicht mehr auf so Sachen wie... So. Joa. Dann würde ich mal sagen, gehen wir dem Drachen Zunder. Ah, hier bist du ja. Ich hab gewartet. Way to go, Cyber Sloyd? Ja. Yeah. Das ist das, was dich beunruhigt? Digimon datte. Ore sa. Tonikaku. Want to eat and eat and eat and nicht. Ich ein Fresssack und vor allen Dingen der hält seine Figur dabei. Was für eine verfressene so. Schikata ne kueba kutta dake chikara ni. Oh, dann hat er viel lassen. Fushigi na koto ni kore ga igai to wa. Hiku ga? Hiten no ga? Bop, 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 bop. Ma, sonna dai soleta koto o yaro tten ja ne, ore. Zutto yari nokoshite ta koto ga atta no. Dagara. Soitsu ni. Going to finish it. To that I need power. Ja, ja, du. Mehr, 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 mehr. Eine gierige Sau. Ich glaube, Arata möchte am liebsten erstmal so richtig schön eine von hinten slappen. だから前に進むぜ。Don't try run or
Ich werde nicht mehr rennen und mich verstecken, nie wieder. Na gut. Ich nehme Rematter Hände. Okay, ich starte dann mal. Okay, es ist ein Typus-Datei. Das heißt, Ravemon kann ich schon mal in der Pfeife rauchen. Wobei... Moment. Mit Buggy? Ich glaube, ich mache mal eben den Trollmodus. Trollmodus deswegen. Jawohl, klappt. Weil jetzt habe ich einen Bug reingehauen, der dafür sorgt, dass ich... Moment, jetzt muss ich... Change. Barbamon geht in Chaosmon und Imperialdramon. Packe ich mal mit Ruru. Der Grund dahinter, warum ich das jetzt gemacht habe, ganz einfach. Das Bugging, also dieser Bug, sorgt dafür, dass unsere kompletten... Also das alles komplette Schere-Stein-Papier-Prinzip auf den Kopf gestellt wird. Sprich, Attacken, die eigentlich von Ravemon so mal ja keine Chance haben, bei ihm durchzukommen, sorgen jetzt allein dafür, dass ich ein 2.0 Hitsteigerung habe. Oder um es anders zu sagen, das haut ihm kritisch rein. Zack. Inspect Händler. Och Gottchen. Charge Field. Gut, Garurumon ist ja aufgrund seiner Datei-Typisierung eh auf 0 gesetzt. Das heißt, bei ihm gibt es jetzt keine Verbesserung, währenddessen Chaosmon. Stein schlägt Papier. So kann man es eigentlich sagen. Ich nenne es einfach gerne mal Typenumkehrung. Oder auch die Schere zerschnippelt Stein, so à la Lorena Zorro. Wobei ich muss leider gerade ehrlich sagen, so ein kleines Grinsen habe ich, weil... Stein ist am stärksten. Ja, quasi. Ich könnte jetzt beispielsweise das Papier... Also, wir sind jetzt mit Serum quasi jetzt noch Stein. Genau, Stein schlägt Papier. Papier würde gleichzeitig aber auch jetzt die Schere besiegen. Das heißt, ein Virus-Digimon wäre jetzt quasi im Nachteil. Ich stell's mir jetzt einfach nur so gerade vor, wie da ein Papier liegt und du kommst dann einfach mit so, nicht mit einem Stein, sondern mit der Titanic an. Bumm! Oder wie bei Worms halt da, der alte Betonesel. So stell ich mir das gerade vor. Boom! Oder wenn man es auf Fußball bezieht, wir kehren einfach das Prinzip um und spielen einfach Brasilien an die Wand. Nein! Bett. Leitung 2 ist doch nichts. Alles gut. Star, was ist los? Was kann ich gegen dich tun? Eine Sekündchen. Autsch. Okay. Genau, irgendjemand hat den Sicherungskasten beim Griff gegrillt. Oh. Fug. Ja.
Oh Gott. Ja, liebe Grüße hier mal nach Hauenstein, auch wenn das jetzt gerade nur begrenzt mitbekommt. Auf dass es mal schnell wieder besser wird. Oh, quasi. Ja, so kann man es am besten beschreiben. Und damit einen wunderschönen guten Abend, Chris. Und Schluss. Eieiei. Immer was Neues. Ja. Ich glaube, ich muss mal eben einen von unseren Leuten wieder aufkratzen. Das Problem ist, ich kann heute leider nicht einspringen, also, Draconic Impact. Ach so, sie wurden. Moment, Knockback? Junge, was ein Stress! Na gut, komm. Ich ja eh gleich kaputt. Genau, Tamara streamt und Chris sitzt auf dem Fahrrad. Schauen wir mal. Ich will es jetzt nicht verteufeln, aber jetzt warten wir erstmal ab, was das Weitere sagt. Was? Okay. Höhere Gewalt. Moment. Höhere Gewalt bedeutet das dann eigentlich, dass dann jemand auf der ersten Etage da reingehauen hat, oder wie? Weil das wäre ja dann theoretisch höhere Gewalt. Klingt ja höher als Chris. Oh, guck mal, wir haben einen Drachen umgehauen. Jetzt müssen wir ihn nur noch aufsaugen, dann sind wir ein Drachenblut. Die Kühnchen. Naja gut. Ich kann halt nicht versprechen, weil ich habe halt heute meiner Freundin Bescheid gegeben, dass ich danach free bin. Ich kann nicht versprechen, dass ich einspringen kann. Ich gucke mal aber erstmal, wie wir es am besten durchbekommen. Und auf jeden Fall viel Glück, Chris, und toi toi toi, dass ihr schnell noch den Fehler findet, um dass ihr wenigstens privat ein bisschen was machen könnt. Wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass ihr es privat so weit hinbekommt. Und alles Weitere, ich halt schon. Im allerschlimmsten Fall gucke ich, wie ich das mit meiner Freundin halt regeln kann. Dann wird halt vielleicht eine halbe Stunde dazwischen sein und vielleicht geht's dann. Aber das werde ich dann, wie gesagt, das kann ich jetzt nicht versprechen. Das werde ich dann einfach spontan entscheiden, wenn es auch im Sinne von Chris ist. Im Sinne von Chris und Tamara. Und ja, so würde ich es jetzt mal anbieten wollen, einfach mal in die offene Runde. Aber bis dahin würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter.
Und ich gucke mal, wie lange ich es noch ein bisschen herauszögern kann, bevor ich Ärger auf Leitung 3 bekomme. Sprich, dem netten Teil. Ja. Wie gesagt, Chris hat jetzt erstmal Priorität, Chris seinen Traum drücken. Ich krieg das irgendwo hin. Deswegen, Chris, lass dir Zeit. Und alles gut. Mart Cookie? Oh nein. Natürlich, wir machen uns Sorgen um Atara. Und damit einen wunderschönen guten Abend, unser lieber Frosch. デジタルシフト現象にデジタルウェーブを操作した痕跡をたどった先に、だからその秋葉原に来てください。お願いします。待ってますから。 Nein, ich habe dir noch keinen Witz gegeben. Ich habe schon, aber Facepalm gab es schon bei mir, als ich das Ding eingeschaltet habe. Wie gesagt, alles Weitere schauen wir. Wir gucken uns gleich. Chapter 17, Recollection. Es geht voran, noch drei. Noch drei. Und ich würde sagen, wir schwingen uns direkt ins... Och nö. Noch wieder zwei neue. Dr. Datamons den Trial. Ach komm. Machen wir direkt weiter mit den Sachen. Diese Nebenquests. Okay. Den Titel, ich fand ich nicht. Ich sag dazu jetzt nichts, Chris, zu dem Titel. Doofkopf. Und Bunker. Ich werde erstmal kurz mein Team wieder restrukturieren. Strukturatieren, so. Und... Och nö, das ist das blöde Ding. High Security an, dass wir direkt weitermachen können. Haben doch keine Zeit. Ich muss nichts dazu sagen. Ich geb dir gleich... Lieber Chris, ich geb dir gleich Arschwackeln. Oh. Jetzt weiß ich, warum es den Kurzschluss gab. Wegen der scheiß Witzen. Die Sicherung hat sich selbst ins Leben genommen. Die konnte das nicht mehr aushalten. Er hat sich so gedacht, die hat sich nur gedacht, das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Gott! Na, war's dunkel. So oder so ähnlich wird's gewesen sein. Herr Chef da.
Ja, ja. Ich sag ja, wegen der scheiß Witzen. Gut gemacht, Gillion. Gut, dass ich schon meinen entsicherten Reaktionsjoke kein kassiert habe. Tamara, warum ist eigentlich die Sicherung auch gerade geflogen? Frag lieber nicht, Chris. Frag lieber nicht. Wobei, es hat so ein bisschen was von Route, muss man schon ehrlich sagen. Wobei, das wäre jetzt eigentlich so der neueste Running Gag. Junge Chris, deine Witze sind so schlecht, da nimmt sich selbst die Sicherung das Leben. So in etwa. Noch so ein Spruch, mir fällt sie. Sorry, ich weiß, wer die Schade hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, aber es ist so. Heute kann man wirklich jeden hier bitte einen Sicherungswitz einfügen. Gag ziehen. Oh Gott. Och Gott. Gut, man muss jetzt sagen, Killion kennt man nicht. Das ist... Oh, es ist ein ehemaliger Bekannter von uns. Dazu muss man sagen, es war eigentlich eine Sache, die vor allen Dingen Chris betroffen hat. Also er kennt das hauptsächlich. Ich versuche es mal so zusammenzufassen, so gut es geht. Man muss sich vorstellen, wir haben einen, wie ihr schon gesagt, überlasteten Stromkreis, wo Technik, wie er bei mir hier steht, mal 3 steht. Das heißt, der Stromkreis ist einfach nur gerade am Glühen. Da kommt jemand an und meint so, hoch, hier ist ja noch eine Steckdose frei. Ich habe so einen großen Scheinwerfer, möchte mir ein bisschen Spaß machen. Keine Ahnung, wen du gehört. Scheiß drauf! Wumm! Bluh. Nein. Bluh. Leute, wo seid ihr? Hallo? So oder so ähnlich muss man sich das vorstellen, ist da passiert. Ihr wisst schon. Ich hab mir da noch was im Strom anstecken. Schieb mich mal rein. Junge, das war genug Leistung schon dabei. Du kannst nicht einfach in eine Steckdose gehen. Warum? Da war noch was frei. Ja, so kann man sich am besten vorstellen. Der heiße Draht und dann knallt's. Das ist die Kurzfassung von der ganzen Story. Diese Stimme. Oh, Cyberdramon. Was? Wir wollten's kidnappen? Cyberdramon? Nein, wollten wir nicht. Och nö. Ja. Ach komm, scheiß drauf. Moment, ich muss kurz mal Chaosmon etwas Heilung zuschieben. Zerstörung. Och nö. Kein Insta-Kill, bitte. Hm.
Auf jeden Fall, Chris, wie gesagt, viel Glück, dass du echt diesen Fehler findest. Okay, Ravemon ist erstmal geplättet. Ravemon wurde geraped. So. Machen wir einfach so. Dann ist der Übertrammel auch gleich weg. Bop, Papi, Bop. Ich weiß, warum ich die Dinger drinne habe. Ich hoffe mal, dass es kein Netzteil ist, weil sonst kann so ein Netzteil ja gerne mal in beide Richtungen gehen. Ich hoffe mal, dass es da aber wirklich jetzt nicht irgendwie geflunkelt hat, weil wenn da jetzt wirklich noch ein Kugel drin ist, dann gute Nacht. Daher drücke ich echt mal die Daumen, dass genau das nicht der Fall ist. Jo. Wäre nett, danke. Naja, egal was für ein Fluch da drinne ist, es muss jetzt nicht unbedingt, finde ich jetzt zumindest, sein, dass da irgendwas kaputt geht. Moment. Das erste Mal, was wir machen, ist heilen gehen. Wir haben hier unser Digimon Center. Und da gehen wir einfach mal hin. Ding, ding, diedel, di. Fertig. Und direkt weiter mit der nächsten Runde. Ich gucke erstmal gerade nur was. Wir sollten uns vielleicht zumindest die Chapter 18 ein. Datamon, bla bla bla. Viel Erfolg. Achso, ja. Danke. Wie gesagt, Chapter 18, gucken wir einfach, dass wir das uns heute als Ziel setzen. Ja, und beten wir zu Gott, dass alles gut läuft. Ein Teil der Folgen, also zumindest meiner Folgen, habe ich ja noch als Sicherung bei mir. Ich drücke mal die Daumen, dass echt alles gut klappt. Und wir müssen ins Krankenhaus, ich blöd, Mann. Jetzt habe ich auch schon so langsam einen Kurzschluss im Hirn. Irgendwo an der Rezeption soll jetzt... Nö. Ah, hier. In den Sicherungskasten. Chris und sein Porn. Chris und sein Porn.
Porni, 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 nee, Horni, Horni, Porn. Hier ist es. Virusmedizin, Datenmedizin, Vakzinmedizin, Free Medizin. Trick ist ganz einfach. Virus-Digimon bekommen, Viren-Digimon bekommen Virus-Medizin, Daten-Digimon, Datenmedizin, Vakzin-Digimon, also Serum-Digimon. Serum-Digimon, Serum-Medizin und neutrale, diese freie Medizin. Oh. Genau, erklärt er quasi jetzt nochmal. Da. Alles klar, Star, bis gleich. So, dann springen wir einfach mal und gucken, wo unsere Leute sind. Ah, da unten ist Gigadramon. Und hier haben wir Mega Kabuterimon. Ein, ich glaube, Serum ist es. Einen wunderschönen guten Abend. Du kriegst mal Serum. Twilight's got it. Body is offline with power from head to foot. Na bitte, klappt doch. Er ist oberflutet mit Energie. Ein Träumchen für die Glückseligkeit in dem Sinne. Super. Weiter im Text. Einen wunderschönen guten Tag, Paledramon. Medizintest. But which one did you take? Paledramon ist frei. Das ist kein Typ zugeordnet. Deswegen kriegt er die freie Medizin. Glück, Glück, Glück. Glück, 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 Glück. I wonder that it was going too much worse. When my body feels lighter. And I feel power surging through my body. This is great. Ja, bitte. Please go. Tell Dr. Datamon, it's medicine going on short again. Schön. Freut mich! So. Und dann hat der jetzt auch schon mal seinen. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe eine 6er drinne mit Überspannungsschutz. Und ja, doch, sie taugen was. Also, die Sicherungen, die da drinne sind. Sie sind schon, ich sag's mal, vernünftig. Und die fliegen halt als erstes, wenn was sein sollte. Du sicherst dir im schlimmsten Fall halt wirklich deine Sachen ab, aber ich glaube, die fliegen halt nur, wenn es halt wirklich so eine Überspannung gibt. Also wenn es jetzt einen kurzen gibt irgendwo, dann fliegt als allererstes mal die Hauptsicherung. Meteomon ist, glaube ich, der Teil. Genau. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ja gut, die kosten halt ein bisschen was. Was man natürlich, weil das fällt mir jetzt gerade ein, was man noch beachten muss. Wie viel ist denn eigentlich auf eure Leitung gelegt? Nicht, dass, na gut, bisher hat es ja eigentlich alles geklappt. Aber nicht, dass es mal die Sicherung zerlegt. Boah. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so räusple und so alles drum und dran. Das ist aber hinüber. BB. Wie gesagt, das ist nicht wunder, wenn ich jetzt sowas. Da habe ich ein bisschen Sodbrennen, Entschuldigung. Das Virusmedizin. So. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, vier Erfolg, Chris, dass das alles hinklappt. FI ist die Hauptsicherung.
Ah, okay, das Sicherung, also das Zimmer ist schon abgesichert. FI ist die Hauptsicherung. Das bedeutet eigentlich so nach dem Motto, das ist der Notfall, also Fehlerunterbrechung. Ist irgendwo ein kurzer, knackt die FI. Na bitte. Damit haben wir unseren Soll erfüllt und es geht direkt weiter. Es geht direkt weiter und wir liefern einfach mal unsere Ergebnisse ab. Ich bin ja mal eher gespannt, wann es den nächsten Level abgibt, wenn wir dann Premium-Schleuzer sind oder sowas ähnliches. Dann... Aber wenn die jetzt immer noch fliegt, dann kann es halt sein, dass irgendwo ein Stecker fertig ist. Das ist dann halt eher wirklich die Variation, dass einfach, ich sag's mal auf gut Deutsch, ein Stecker fertig ist. Okay. So, wir sind hier mit den Sachen soweit durch. Das heißt für uns, es geht direkt im weiter. Und zwar, Moment, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Lord Nightmon. Keine Ahnung. Ich guck mal nach Akihabara. Irgendwas wird da schon sein. Naja, ich weiß, es ist gefährlich hier draußen. Ja, bitte. Elkin, ich vertraue Brennstuhl. Achso, ja, und für diese Werbung werden wir übrigens auch nicht bezahlt, aber ich kann Brennstuhl empfehlen. Und ich gehe jetzt trotzdem nach Akihabara. Just because I can. Hier werden ja auch immer mehr Soldaten. Alter, wenn wir danach wieder hinkommen, ist das hier reinstes Bombentestgebiet oder was? Oh, hi Vicky. Ja, effektiv ist es halt. Es ist schwierig, was Genaues zu sagen. Konnichiwa. Konnichiwa! Was bedeutet, es ist noch Vormittag? Einen wunderschönen guten Abend, Nensa. Mensch. Achso, wir sind da eingetaucht. Was ein Stress. Was ich damals gemacht habe, gerade ein, als bei mir mal so ein Problem war, kann ich vielleicht einen Tipp geben. Alles rausnehmen, was auf dieser Leitung liegt, schalten und dann nach und nach zustecken. Und irgendwo wird es dann nachher wieder fliegen und dann habt ihr eigentlich schon die Eingrenzung drinne. Ich weiß, es klingt als erstes blöder, gerade weil ich deine Verkabelung kenne. Aber... Vielleicht kann man dadurch so ein bisschen den Teufel in die Falle treiben. Genau, wie es auch Killian sagt, fang beim Wichtigsten an. Alles rausziehen und danach alles zuschalten. Das Wichtigste ist dein PC, Tamaras PC und danach. Das heißt, den würde ich als erstes schalten. Wenn da nichts fliegt,
Schick. Und danach wird einfach weiter zugeschalten. Und überprüfe die Ligavos. Du weißt, Chris, die Ligavos sind die, die am beliebtesten fliegen. Genau, für die Leute, die sich jetzt auch fragen, hey, was Ligavo? Das sind Adapter. Das sind einfach meistens so grafisch-technische Adapter, die einfach Signale umwandeln, erweitern, splitten etc. Pumps. Alles, was so Erweiterungen sind, geht über Ligavo. Ist eigentlich für den Preis, preis-leistungstechnisch eine relativ gute Sache. Nachteil, die haben auch gerne mal einen an der Waffe, stromtechnisch. Deswegen wäre vielleicht mein Tipp, also ich rate mal Pi mal Fensterrahmen, dass es eine Ligavo ist. Also dass es da einfach so ein Adapter geflattert ist. Wäre auch eine relativ günstigste Variation. Aber ich würde sagen, wir geben mal... Ich habe da eine Idee, Chris. Oh Gott, Chris, du wirst mich dafür jetzt zwar hassen, aber wir können ja eine kleine Wette abschließen. Und ja, der Gewinner hat so ein Wünsch dir was frei, der nächste Spielewunsch. Ja, der Gewinner hat den nächsten Spielewunsch frei. Ich würde einfach mal sagen, wir tippen alle mal in den Chat rein, was geschrottet sein könnte. Und wenn alles wieder geht, spätestens nächste Woche ist dann meine Hinrichtung. Wenn Chris mich zu Tode haut für die Aktion. Ist die Frage, aber hier gerade, wo ist der Weg frei geworden? Och, come on. Die Nerven von Chris. Wie gesagt, ich kenn's selber. Es ist eine Arschlochaktion, wenn sowas passiert. Frage, wo ist hier frei geworden? Nö. Das ist halt echt eine... Es ist halt wirklich... Naja, der Spruch heißt, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, aber... Aber schön, so haben wir zumindest ein Thema. So haben wir zumindest ein Thema, über das wir uns ein wenig glucksen können. Matt? Achso. Stimmt, wir haben ja noch einen Verbündeten durch unsere Yuko. Ansonsten, wenn du es nicht findest, frag am besten mal deinem Cyberschleutz deines Vertrauens an und der soll einfach mal in die Steckdosenleiste reinspringen und mal das komplette System überprüfen. Vielleicht findet er ja den Fehler. Am Endeffekt ist es nur ein Digimon, was wieder mal drinne steckt. Ach Gott, ich bin heute wieder mal so gut drauf. Oh Gott. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Und es gefällt mir nicht. Hm.
Hallöchen, Popöchen, Crusadermon, lass uns spielen. Hast meinen Vater getötet. Never my intention. Es war niemals mein Ziel, deinen Vater zu töten. Ach, warum hast du es dann trotzdem getan? Entschuldigung. Was? Das war dieser weibliche Zug. この波を焼き尽くさんとする打滑が如き、その劇場が私の意識に影響を及ぼしたのだ。人間が我らデジモンにとって、いかに危険な存在であるか。それでは、リエさんが抱いていた父への殺意が、 あなたを変えてしまったと? しかし! あの女の感情はそう悪いものでもな、貴様らのような脆弱な人間を蹂躙。 精神が崩壊する時のダンマツ、その全てが私を高ぶらせ、私にこの感情を与えたのは貴様ら人間。エデン症候群を広めたのはお前の仕事。半分正解といったところ、私はただイーターをコントロールし、結果として広まった。だが この罪の烙印の蔓延について私を責め、アングルオドン、うちも世界に破滅を導いた現在は、元凶は。何を言って?8年前だ。ユーゴン、ユーゴン、神城ユーゴン、白峰ノキア。え?貴様らは8年前。 Digitalworld. Moment, Yugo, Yuko, Nokia und Arata, die waren alle da. Bett? Gensai, Sayak, Doyuko, Watashtachiga, Digitalworld, Kimoshkaste, Watashtachim. Das heißt, das waren die Testsubjekte für Eden. Chris, da hilft nur eins. Wodka! Das klingt zwar bekloppt, aber er trank deinen Frust in Wodka. Das gute Getränk. Jetzt haben wir aber zumindest beim Spiel mal ein bisschen was weiter erfahren. Und zwar waren 5 Kinder Beta-Tester, unter anderem Arata und unsere Nokia. Die waren beide mit da von der Partie, als die Digi-Welt das erste Mal auf den Kopf gestellt wurde durch das Eden. Der Rang Urlaub macht. Jo, 10.000 Euro, meine ganze Technik brennt ab, aber der Rang macht Urlaub. Chris! Setz doch die Prioritäten! Der Range macht Urlaub. Jetzt ist er immer im Urlaub. Ich fahr gleich zu dir nach Hauenstein und prüfe selbst die Technik. Gott, das würde er ja wirklich noch wollen. It won't pass. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Strömen. Was jetzt darin endet, wir kämpfen gegen Crusadermon.
Und es ist ein Virus. Ja, das ist doch schön. Es ist doch ein Träumchen. Dann hauen wir es raus und ich glaube, ich hau Imperial dran. So. Oh. Vor allem ist noch ein Finsternis-Typ. Das heißt, wir können schön mit Licht reinballern. Das macht doch Spaß. Das ist doch fast schon geil. Alles gut, Chris. Ich glaube, wenn das ein... First Round Kill! Ich würde sagen, das läuft. Die Frage ist, wo jetzt Crusader Man tot ist. Wer kontrolliert die... Eater. Du, wenn es nur eine Steckerleiste ist, dann ist es auch umso besser. Oh oh. Genau, Kilian übernimmt das Strömen. Wie gesagt, ich gucke mal, inwiefern ich das Ganze deichseln kann. Vielleicht kann ich später auch nochmal übernehmen. Da würde ich aber halt dann gucken. Ist halt die Frage, ob es für dich okay ist, Chris. Und, aber da gucken wir dann halt, wie gesagt, spontan. Ich meine, ihr seht ja selber jetzt langsam... Geht's aber wirklich Richtung Schritt für Schritt für Schritt. Denn wir sind jetzt hier im Anfang von Eden. Quasi, wir sind hier in der Beta-Zentrale vom Eden-Protokoll. Nokia. Arata. Yuko. Und Yugo. Das sind quasi die Anfänge von Eden. Oder wir waren gerade auf der alten Holzleitung von Eden. Das ist definitiv Arata, die große Klappe. Genau, wir sind jetzt quasi entweder im Beta-System oder einfach, wir sind auf einem digitalen DeLorean aufgesprungen und sind 8 Jahre in die Vergangenheit gereist. Als erstes ganz wichtig, speichern. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich fast schon schön hier. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Denkt mal ans Noloon. Also an die, ich sag mal, Hackerzone.
hat doch verdammt starke Ähnlichkeiten mit der Hackerzone Nauluun. Guckt euch das mal an. Da hat es nämlich gerade schon gesagt. Das ist es. Wir sind also, wenn man es so nehmen möchte, in dem ersten System von, ja, von Eden. Und Nauluun ist nichts weiter als die traurigen Überreste von Eden. Genau, und hier oben sieht man es auch stehen. Das war quasi der Cyberspielplatz Eden. Es sollte niemals immer... Es ist so ähnlich, wie man es eigentlich auch mit YouTube bezeichnen kann. Es ist ein großer Spielplatz und sich so, ich sag mal, wunderbar zu vergnügen. Und am Endeffekt kommt dann irgendwann das Business, so ist es ja auch in Eden. Und das, was der Spielplatz war, ist nur noch so ein trauriger, karger Boost für, naja. Man kann es halt wirklich so ein wenig bezeichnen. Oder besser gesagt, bezeichnend korrespondieren. Das bedeutet dann aber auch, das fünfte Kind waren definitiv wir. Und jetzt haben wir wohl gerade den Riss in die Digi-Welt entdeckt. Ups. Oh oh. Große Schritte. Verlorene Erinnerungen. Und jetzt wird es gleich noch einen kleinen Gag geben, den ich noch nicht verraten werde. Aber setzt euch schon mal ein kleines Grinsen auf. Das gehört zur Hawk. Ja, ich weiß, und Schnupfen hast du auch noch, oder Norovirus. Nee. Alles gut, Hawk. Alles gut, Kermit. Kurier du dich mal aus. Außerdem, Froschschenkel mit Krötenpest schmecken nicht. Ihr wichtigster Punkt, sie hat ihren Assistenten verloren. Das ist das Wichtigste, weißt du, es geht um ein Menschenleben. Und sie hat nur, ich hab meinen Assistenten verloren. Hehehehe.
Ich kann gerne mal den Stream auf 480p stellen. Ich glaube, Chris, dafür tötest du mich, oder? Wenn ich das mal so schön mache. Moment, ich stell mal eben. Ja, der, der Quote, der passt gerade so richtig. Chris hatte wohl Scream Delay. Macht ihr das mal, ich sag's mal ganz salopp gesagt, unter euch aus. Ich guck mal, dass wir hier noch ein wenig vorankommen. Das heißt, ihr wollt mich nicht mehr sehen? Heißt das, ihr wollt mich absetzen? Ich gehe jetzt einfach. Tschüss. Chris, sie wollen mich einfach verscheuchen. Ihr seid doof. So. Da können wir jetzt auch. Genau, wir sind jetzt nämlich Nokia. Ich speichere mal eben. Ich finde das gerade irgendwie ulkig. Nicht noch ein VOD, was mit Weinen endet. Alles gut. Alles okay. Ich meine, dass die heutige Folge wird eh extrem random werden. Und ich glaube, wenn jetzt wirklich danach noch Killian danach drauf geht, dann ist es randomized over 9000. Einen wunderschönen guten Abend, Schirks. Einstellungstest. Ich habe Angst. Okay, ich streng mich an. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in Eden erstmal angekommen. Can you hear me? Sir Hawk has gone. Ach. Mirai hat's auch schon mitbekommen. Ich tue wieder Anarchie. Bei Germans bewerben. Muss ich ja sowieso, wenn wir wirklich mal ein, ja, wobei neu ist relativ, sogar relativ neu noch. Wenn man das so nehmen möchte, werde ich ja ziemlich als Rookie schon noch geführt, weil meine Streaming-Karriere ist noch relativ jung, dementsprechend auch noch etwas holprig. Auf jeden Fall, Mirai hier hat mittlerweile auch mitbekommen, dass unser Hauptcharakter, Sir Hawk oder Hawkey, verschollen ist. Und ja, dann müssen wir jetzt doch langsam mal was dagegen tun. Was wir jetzt auch mal dagegen tun können, ist eine Sache. Jetzt mal. Abi. Ah, Mist. Okay, das heißt wieder offscreen ein paar Sachen machen. Denn. Ja, alles gut. Du hast deine Technik zu fixen. Auf jeden Fall, ich werde, glaube ich, im Offscreen noch ein weiteres Digimönchen mal hochbringen. Weil
weil ich mir denke, so ein bisschen Training wäre schon ganz angenehm. Und wir haben jetzt auch eine Speicheranzahl erreicht, mit der man halt schon sagen kann, wir können noch weitere Member mit reinnehmen. Und ich denke mal, es wäre auf jeden Fall angebracht. Und ja, wir sind halt wieder im Bereich No Loon angekommen. Ach Gott. Und Plesiomon habe ich irgendwie so gerade das Bedürfnis, es mir anzutrainieren. Alles gut. Och, Plesio. Eine Bekannte von mir hat Plesiomon so als Chibi gezeichnet. Ich muss mal fragen, ob ich das mal zeigen darf. Aber ich finde das gerade so süß, das Vieh. Ich ahne schon wieder, ich darf mir wieder neues Digimon bestellen. Ach, der Sport, Moment. Lieber Star LP, könntest du bitte einmal einblenden? Danke. Oder ihm auch sagen. Chatmon bitte, zum Streamer. Chatmon bitte. Ich hoffe nur, dass dieser Bereich hier uns wirklich noch erhalten bleibt. Gerade jetzt, wenn wir den Chapter beenden, weil das wäre, bevor es dann nachher zum großen Showdown geht. Und der wird definitiv kommen. Definitiv sicherlich eine gute Trainingseinheit, die ich nicht missen möchte. Und Stani, ich meine, kannst du nochmal bitte den das Discord einblenden? Mein Dashboard und Chat, ja, das Dashboard habe ich nämlich parallel offen, aber viele unserer Sachen werden wir natürlich weiterhin unser Discord nutzen. Deswegen, wer da Spaß dran hat an solchen Sachen, kommt immer vorbei und genau. Have fun über jeden Blödsinn, den wir da so anstellen. Aber jetzt gibt es erstmal wieder Engelgekloppe und Teufelsaustreibungen. Und weil es so schön war, kommt dann noch die Teufelsaustreibung. Ich kann die Entensprache. Ich kann den Ententanz. Den mache ich jetzt aber nicht. Weil ich habe leider kein Bild von einem Nacktmull parat. Nanü? Das mache ich dann. Moment, das machen wir, wenn. Das machen wir dann, wenn ich fertig bin. Wenn wir hier fertig sind, dann kann man gerne was dazu einblenden. Ach Gott. Ach. Ich muss gerade mal überlegen, wie das macht. Gib mir mal eine Sekunde parallel zum Streamzeit. Ich lass mir da was einfängen. Mach's bei den 324 Strömen. Glaub mir, da haben wir einen anderen Blödsinn. Ich bin Background-Tänzer dann. Oder so ähnlich. Hab ich irgendwas drin, was man dazu nehmen könnte? Ach du liebe Güte, das heißt, ich muss mich dann wirklich noch zusammenreißen? Oh Gott. Moment, Chris sagte, ich soll tanzen. Sobald wir durch sind, mache ich das. Ich muss halt nur noch ein Bild von einem Nacktmull finden. Aber das kriegt man hin. Ein paar Leder zu machen. Habe ich was zum
行こう行こう。な、お前も行くよな。Ja, es liegt aber auch nur daran, dass ich da bin. Gottchen. Moment. Ja, ich hab was. Ich bastel dann gleich was, dann kriegst du den Spaß. Bekannte Stimme. Es bedeutet, Chris kriegt definitiv nachher gleich seinen bekloppten Tanz. Und ich danach sicherlich eine Einweisung in die in seiner Klinikum. Station 721, ich komme. Juhu! Hm. エデンの精神データを吸収されて肉体に戻れなくなってしまった。でも僕の精神データは消滅したわけじゃない。イーダが囚われたままある場所に留まっている。 VOD konform. Moment, Chris, du hast Photoshop, du kannst es rauskicken. Das heißt, ich muss mir wirklich ja noch was... Digital World. Digital World. Moment, wenn das abgeschnitten wird, dann habe ich sogar eine Idee, wie es rein Platz, wie es rein senden kann. Ha! Sag, Chris, da hast es. Ich hab ne Idee, wie ich's reinpflanzen kann. Ohne dass... Ich weiß, wie ich's machen kann. Aber da... Da kack... Ich... Nee. Moment. Ich hab da was, Chris. Ich habe da was im Plan. Und du kriegst die volle Möhre ab. Ich hab da einen Plan. Und ich weiß ihn umzusetzen. Nackt null. 失われた過去、真実を知るのか。やや、ich hab ne Idee. Moment. Gib mir eine Sekunde, das haben wir gleich. Chris ist daran selber schuld. そうか、気をつけて。さっきも言ったけど。Ken.僕がいるところにはイーターがいる。待ってて、お兄ちゃん。そのときは私も一緒だからね。もちろんみんな一緒。Daran bist du jetzt gerade selber schuld, Chris. Da, wir schaffen's nicht.Ich glaube, den hast du mit der Sicherung ausgelöst.
Doch, doch, dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. Oder Christian Leiser, denn es wird live auf dem Kanal. Oh Gott, Anarchie, die ersten verziehen sich schon. Ach so, Mist. Ah, jetzt habe ich mich bei all dem ganzen Wahnsinn, der hier anliegt, doch glatt dem wichtigsten Punkt entsprechend verlaufen. Und Nensa flüchtet schon. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Asin. Welcher Teufel? Achso, Star-LP ist derjenige welcher. Och, ich bin auch schon durch. Was für ein Tag. Mal aber Spaß beiseite, Chris. Wie schaut's denn derzeit aus? Konntest du schon etwas ausfindig machen? Bezüglich des ganzen Wahnsinns? So. Wir stürzen uns jetzt. Ach, sie ist auch ein Hacker. Nagaki no kūhaku ni owari o tsugeru toki da. Ich tippe ja bei Kyoko auch noch auf irgendeine Sache, die mit ihr verbunden ist. Und sage ich, bin ich ganz offen und ehrlich, irgendwas hat die auch noch zu verbergen. Die ist nicht einfach nur so ein Schleuzi, sondern die hat auch irgend noch was auf der Kante. Guck mal, jetzt wissen wir auch, warum die zwei Nokias Partner wurden. Ey, das ist nicht komisch. Du bist die Einzige mit dem komischen Namen. Ach, ein Name ist nicht komisch. Naja, ich kann verstehen, was du meinst, Chris. Und so trafen sie ihre Partner. Wobei, das hat schon so ein bisschen was von Digimon Adventures, wo dann die Kinder das ja durch einen Terrorakt
bricht durch die erste Digimon, durchs erste Digimon-Treffen, ja, quasi zu Digi-Rittern wurden. Und dadurch dann schon ihre Partner mehr oder minder im Geiste gesehen haben. Denn die wurden ja dann nach und nach auf sie zugeschnitten, quasi genetisch programmiert. Und die zwei hatten sich dann halt Nokia ausgesucht. Quasi als erste Digi-Ritter dieser Welt. Oder dieses Universums dann halt. Was natürlich nicht ganz erklärt. Wollte gerade fragen, das ist erklärt immer noch nicht, woher... Woher die Eater kommen. Ah. Da haben wir sie schon. Die Frage ist natürlich, wer ist dafür verantwortlich, dass die Eater da reingekommen sind? Okay, die zwei haben sich dann also quasi dem Ganzen gestellt. Und alle anderen konnten fliehen. Da wird er von dem schon berührt. Und dadurch wurde die erste Eden-Syndrom-Krankheit. Die vergessene Vergangenheit. Und damit sind sie jetzt nämlich zurück im Naolun, sprich in dem Hacker-Bereich. Und damit beginnt jetzt der zweite Kampf gegen Crusadermon, der quasi uns als Charakter immer noch gefangen hält. Gleichzeitig kontrolliert Crusadermon so in einem gewissen Rahmen die Eater.
Und man kann halt schon sagen, wir waren der Auslöser für den ganzen Wahnsinn durch diesen Riss. Hat irgendjemand oder irgendetwas diese virenartigen Fresser durchgejagt und die Digi wird quasi ins Chaos versetzt. Und jetzt wollen sie sich halt ein bisschen verständlicherweise rächen. Ja klar, aber auf jeden... Wusste ich doch. Wusste ich doch. Alphamon. Moment. Bin ich gespannt. Du wagst es, dich mit mir anzulegen oder mich zu unterbrechen? Ich weiß nicht, was du bist, aber geh mir aus dem Weg. Diese Menschen haben unsere Digi-Welt zerstört. Sie sind Kriminelle und wir werden ihnen niemals vergeben. Ich bin wie du. Ein Digimon, welches einen menschlichen Wirt hatte. Und einer von uns ist. Was? Das ist gerade cool. Das ist ein unvergeblicher Fehler. Deine Logik ist absoluter Schwachsinn. Menschen, sie sind widerlich und abartig. Diese Welt, die unsere Welt der Digimon zerstören. Sie füllen sie mit falschen Daten. Und dieses Mädchen, welches mein Flash, sie ist diejenige, die schlimmste Person, die alle manipuliert. Es war alles nur ein Angriff, Fehler, alles nur Fehler. Menschen existieren einzig und allein, um vernichtet zu werden. Falls ihr es noch nicht wisst, das ist unsere kaffeesaufende Kyoko. Aber dasselbe kann man auch über uns Digimons sagen. Menschen haben Fehler, aber wir auch. Und du siehst einzig und allein den Aspekt von Mensch und Digimon. Kann es sein, dass die anderen Aspekte versteckt unter der Fassade sind, welche du nicht sehen kannst? Digimon sind dasselbe wie Menschen? Du wurdest echt vermenschlicht. Du bist krank. Das ist das Einzigste, was mich um die Menschheit kümmert. Dieser komische Komplex der zerstörerischen Hilflosigkeit
Das ist so ein süßes Gefühl, welches ich in der Frau von Frau Kishibis ihren Erinnerungen lesen kann. Es langweilt mich, das mitzubekommen. Oh mein. Diese Worte sind nicht dieser noble Stand, den ihr königlichen Ritter vertretet. Hüte deine Zunge! Was weißt du schon über uns? Was nennst du dich königlicher Ritter? Du weißt gar nichts. Das ist, warum ich weiter dich frage. Warum ich weiter diese Fragen stelle. Es ist das Ende. Oh, ich muss wieder schrauben. Es ist das Ende, was du denkst. Ach ja, dann komm doch. Ich bin bereit, den Müll wegzuschmeißen. Oder den Müll zu vernichten. So. Dann ist es den Kampf zwischen allen. Ja, ja. Es wird wohl wirklich der einzigste Weg sein. Reich mir deine Hand oder steh mir zur Seite, Hawkey. Nee, stehst du mir zur Seite, Hawkey? Oder wirst du einfach daneben stehen und dich verkriechen und dich verstecken zusammen mit Nokia und Yuko? Warte mal, was ist das alles? Was bedeutet das? Du weißt ja, wir sind. Wer bist du? Sollte ich euch helfen? Nee. Would I help if I drunk? Kaviar oder Mayonnaise? Kannst du dich entscheiden? Oder möchtest lieber beides? Nein, verdammten Weg! Niemals! Kyoko? Nun dann. Mein Assistent, reich mir das Digi-Weiß von Nokia. Es ist Zeit, diese Arbeit zu verenden. Na denn, hauen wir es mal platt. Süße. Wunderbare Süße. Bei meinem Glück geht es wieder mal relativ rucki-zucki. Bums. Sorry, auch wenn ich vorhin eigentlich gesagt habe, ich wollte es nicht mehr übersetzen. Ich fand jetzt die Sache ist gerade so genial. Ich musste einfach, das hat mich jetzt einfach so ein bisschen mit hingezogen, einfach. So. Beat Break. Und ich hau nochmal einen Guard Break rein. Ach, da hat es einen Schutz dagegen, die olle Nuss. Nun denn, dann kriegst du noch ein wenig. Jetzt müsste es eigentlich schon genau. Solche Power, das kann nicht sein. Du musst einer der königlichen Ritter sein, oder? Ich bin nur ein Detektiv, nicht mehr. Nun, es ist Zeit, dieses Buch zu schließen. Ich bin ein Untersucher. Untersucher. Ich bin halt ein Detektiv, kein Kämpfer. Und ich habe ziemlich viele Kampfkünste gelernt. Warte! Lass mir bitte die Rache für den Tod meines Vaters. Ich verstehe. Diesen Kampf möchtest du also austragen. Na gut. Richte den letzten Schlag mit deiner eigenen Hand.
du hast es für deine Ehre und für deinen Vater verdient. Alles klar. Sir Hawk, bitte. Lass mich dir helfen. So wertloser Schrott wie ihr glaubt mich niederzustrecken? Niederstrecken, das ist die Rose der Perfektion, die nur ein königlicher Ritter beherrschen kann. Ihr macht mich nicht fertig. Ihr könnt mich nicht besiegen. Wie glaubt ihr, gegen das Licht des Meinen zu bestehen? Entschuldigung. Speed Break Field. Du kannst mich mal am Poppes knutschen, Madame. Süße, wunderbare Süße. Den Speed Break können wir nämlich auch und dadurch ist gleich erstmal wieder alles ausgeglichener. Das Schlimme ist, ich schulde Tamara noch ein Rumpelstilzchen. Das weißt du ja, Chris. Wie gesagt, leider, das Übersetzen ist halt bei mir eher die Schwierigkeit, aber ich versuche es halt so gut es geht wiederzugeben, weil ich finde gerade jetzt, wo es die Szenentechnisch das Ganze so genial. Oh, Gänsehaut. So, das dürfte es aber jetzt schon gewesen sein. Ja. Damit haben wir Crusadermon crusaded. Wie? Schafft es ein Digimon wie du, mich als Gegner auszuwählen? Ist das der Wille von King Drasil? Das ist, weil du glaubst, dass ich einer von den Menschen bin. Wenn das so ist, dann... Was haben wir getan? Was genau sind die königlichen Ritter? Warum fragst du mich? Was fragst du mich das? Was haben Leopardmon und du geplant? Es fühlt sich gut, wie das alles funktioniert. Na gut, ich erzähl's dir. Leopardmon ist... Er benutzt die digitalen Leinen für mein verlorenes Paradies. Zu planen, die Stärke der Digital Waves. Er versucht diese immense Power genug, um die Menschenwelt zu zerstören und die Eaters ein für alle Mal aufzusaugen. Zusammen mit einem Menschen. Das hatte nur einen negativen Effekt auf mich. Also, was unterscheidet dich von mir? Also ehrlich, Crusadermon. Nein, Mystery. Das ist unser endgültig letztes Treffen. Das ist unser letztes Treffen, mit dem wir uns... Du musst nicht weinen, sei nicht traurig. Ich hasse diese dämliche Art, wie du redest.
dieses Falsche. Einfach nur um jünger zu klingen. Du bist eklig und pathetisch in all deiner Nettigkeit. Oh, nein, nein, so ungehobelt. Und ich hoffe, ich hoffe, deine Ungehobeltheit ist jetzt nichts Schlimmes. Oder sollte ich sagen, deine Arroganz, deine absolute Überheblichkeit, deine einfach gestrickte lahme Persönlichkeit. Das macht mich, was mich so abneigt gegen dir, was mich deine Person abneigt. Du widerst mich an. Ich hasse dich. Tschüsskowski! Yukochi. Dewa, Shokun. Hitomazu jimusho ni modoru to shiyou. Kimi tachi mo watashi ni kikitai koto ga aru darou shi. Teka... Oh Gott. Okay, wir sollten uns jetzt nicht mit Alphaman anlegen. Immer schön den Kaffee trinken. Oh. Jawohl. Wie gesagt, widersprich keinem Digimon. Nimm den Wasabi da raus! Das wolltest du fragen? Oh Mann, Nokia. Ja. So. Ich bin dann auch fast schon fertig mit der Vorbereitung, also ja. Das war Digimon Story Cyber Sloth für diese Woche. Wir haben es jetzt also geschafft. Und ja. War schon lustig. Nächste Woche geht's weiter. Am Donnerstag sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und ich verabschiede mich schon mal von den YouTube-Menschen. In dem Fall einen wunderschönen guten Abend noch. Oder wann auch immer ihr das Video seht. Und viel Spaß. So, und für alle anderen. Gleichstadtlandfluss online. Wunderbare große Brüste, eine wunderbare zarte Stimme und dazu viel Gegrinde in einer wunderschönen Welt. All das hätte euch erwartet, wenn der liebe Chris nicht einen Kurzschluss hervorgeführt hätte. Naja, das Ganze ist jetzt ein wenig schief gelaufen, aber da kann man nichts machen. Als Entschädigung dafür werde ich jetzt mindestens eine Minute ganz bekloppt tanzen, parallel dazu ein Bild von einem Nacktmull einblenden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Muss ich das Lied raussuchen? Übrigens nicht wundern, ich springe etwas. Warte. Moment.
Ich schalte mal eben noch auf die Talktafel. Ich guck mal eben, ob ich... Komm, Shibuya blende ich euch wenigstens ein. Ja, das war's für diese Woche mit Distinct World und Cyberschleutz. Nick Ferdi, der nackt. Wie gesagt, leider ist es heute schon zu Ende. Und man hört ja schon parallel, ich habe Musik laufen. Dreh noch einmal kurz runter. Ja. Und McParty, der Nacktmull. So. Guck mal eben, ob ich die Promo noch schnell einstellen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt alles so im Schweinsgalopp alles mache. So, ich hoffe, ich habe da was am Mittwoch. Ah, ja. Also, jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Morgen ist, wenn's alles klappt, wir drücken alle die Daumen, den Chris. Und jetzt aber wirklich wunderschönen Abend. Ciao, ciao.